Hallo, in diesem Video geht es um die Möglichkeiten unserer 3D-Plattform Room.com. Mein Name ist Hans Elstner und ich zeige euch, wie ihr Objekte und Immobilien in 3D, Virtual und Augmented Reality erstellt, bearbeitet und in die eigene Webseite einbindet. Room ist das perfekte Marketinginstrument, um Produkte und Immobilien online von allen Seiten zu präsentieren. Neben der Möglichkeit, eigene Immobilien in das System zu laden, verfügen wir auch über zahlreiche vorgefertigte Räume, die sich zum Beispiel als Showrooms zur Präsentation von Produkten eignen. Wie einfach das in der Praxis funktioniert, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Room lässt sich direkt im Browser verwenden. Nach dem Login kann ich sehr einfach einen meiner Räume anpassen. Hier den Standardraum des Loft. Der eignet sich perfekt zur Präsentation von Produkten im firmeneigenen Design. Dank unserer sehr einfachen UI habe ich hier die Möglichkeit, ganz bequem Objekte anzupassen, Farben zu ändern und hier hinten auf dem Bildschirm beispielsweise mein eigenes Produkt- oder Firmenvideo fortlaufend zu aktualisieren. Dazu wähle ich ein Video aus, lade das Ganze hoch und füge das dem Bildschirm hinzu. Auch die Außenansicht lässt sich austauschen, genau wie natürlich jedes Objekt und alle Möbel, die ich hier in dem Raum habe. Die fertig generierte Immobilie ist dann in Room begehbar und, wie wir hier sehen, auch schon möbliert. Wenn ich die Immobilie auf meiner Webseite oder einer Immobilienplattform veröffentlichen möchte, kann ich sehr einfach mir die passenden Verlinkungen anzeigen lassen. Hier der öffentliche Link, mit dem ich es direkt aufrufen kann und hier ein Einbettungslink für eine Webseite. Das Erstellen von 3D-Objekten, zum Beispiel eigener Produkte, ist genauso einfach. Dazu wechsle ich im Menü wieder auf den Punkt Objekte, wähle 3D-Objekt erzeugen und habe dann verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Zum einen könnte es sein, dass mir 3D-Daten, zum Beispiel aus der Konstruktion, im CAD-Format bereits vorliegen. Alternativ habe ich die Möglichkeit, eine Bilderserie von dem Objekt zu erstellen. Dazu fotografiere ich das Objekt von allen Seiten und lade die fertige Bilderserie direkt in das System. Hier haben wir ca. 60 Bilder von einem Verstärker, wählen diese Bilder aus, laden sie in das System und haben dann die Möglichkeit, das fertige 3D-Objekt im System zu verwenden oder wieder auf der eigenen Webseite einzubetten oder in sozialen Netzen zu teilen. Und so lässt sich das fertige 3D-Objekt von allen Seiten im Room 3D Product Viewer betrachten. Besonders beeindruckend ist natürlich die Verknüpfung von virtueller und realer Welt. Denn alle Inhalte lassen sich selbstverständlich mit Room auch auf Virtual Reality-Brillen und in Augmented Reality betrachten. Ob nun Sportwagen, Möbel oder Immobilien. Alle Objekte lassen sich mithilfe der Room-App optimal darstellen. So einfach ist es. Die mit Room erstellten Inhalte erfordern keine Fachkenntnisse, sind klein und auf nahezu allen Geräten verfügbar. Und nun viel Spaß mit Room, denn die Zukunft ist 3D.